Hallo und herzlich willkommen zurück zu Split Second. Ich bin's wieder, L986. Wir gehen in den Lagerkurs. Lagerhallenkurs. Mein Gott, Deutsch ist heute wieder mal schwer. Ins Überleben. Und wir werden's überleben. Hoffe ich. Ich muss überleben. 140.000 Punkte sind zu schlagen. Denn ich will wissen, oder ich will Erster werden, und ich will wissen, was uns in der letzten Staffel erwarten. Was ein komisches Deutsch. Aber damit, da müssen wir jetzt durch. So, einfach den roten Fässern ausweichen, dann wird alles gut gehen. Wow, muss hier eigentlich so viel Müll rumliegen? Könntest du das nicht einfach mal wegräumen? Ich habe meine Kombo wegen dem verloren. Den ganzen Schmarrn, der hier rumlag. Ja, genau. Zieh doch rüber, du kleiner Blödmann, du. Wow, das war knapp. Map, map. Hört sich ein bisschen an wie der Roadrunner. Ja, Crash, geil. Weil ich an dem nicht vorbeikomme. Mhm. Coole Sache, das. Ich brauche doch nur noch einmal eine richtig schöne Kombo. Oder wir zerstören uns einfach nochmal selber. Ist ja auch eine Möglichkeit. Nicht hinterherfahren. Sondern immer versuchen, möglichst außen von denen zu bleiben. Sprich, fahren die links, fährst du rechts. Fahren die rechts, fährst du links. Denn dann erwischen dich die blöden roten Fässer nicht so gut. Oder du fährst einfach durch die Mitte. Möglichkeiten gibt es ja ohne Ende. Gleich ist Sudden Death angesagt. Und wir sind gerade mal Vierter. Punkte technisch. Nein! Oh Gott, wie knapp das immer ist. Okay, Dritter. Sundead! Zweiter. Nein! So knapp! Das machen wir gleich nochmal. Das ist möglich. Ein Lagerhallenkurs ist echt das, wo ich... Es ist eigentlich total simpel, aber ich komme trotzdem nicht drauf. Klar. Keine Ahnung, warum das so ist. Kurz ein bisschen konzentrieren. Damit wir zumindest am Anfang noch eine große Kombo haben. Du fährst rechts, also fahre ich links. Du fährst links, also bounce dich einfach nur durch die Gegend. Oh Scheiße, oh Scheiße. Boah, gut. Gut, 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 gut. Oh oh. Oh oh. Ja, das war klar, dass das jetzt passiert. Keine Chance gehabt. Noch nicht mal gesehen, wo da die Fässer lang kamen. Aber wir sind jetzt schon Dritter. Nein! Ein Fass. Ein einzelnes Fass schmeißt du mir absichtlich auf die andere Seite, ne? Ich nehm's natürlich auch noch mit. Zweiter und ein noch. Ich muss diesen einen Truck jetzt noch überholen. Erster. Und ein Vierer-Bonus. Oder ne, 4 Sekunden haben wir dazu gekriegt nochmal. Keine Ahnung.
Ist auch egal. Du gewinnst nochmal 10 Credits oben drauf. Damit brauchst du nur noch 2 Rennen, um den Hanzo FX350 zu gewinnen, um die Meisterschaft hinter dich zu bringen. Um richtig Gas zu geben, musst du aber erst noch den Fähranleger Detonator schaffen und du musst mit dem Cobretti Cascade fahren. Super. Toll. Hooray. Mit anderen Wagen fahren. Ihr wisst, ich und andere Wagen. Da brauche ich immer so meine Zeit ab und an. Es ist mir egal, was für andere Zeiten. Erstmal gucken, was hier los ist. Fahr. Gib mal Gas. Oh nein, es ist der Wagen. Oh mein Gott. Ja, ihr seht's auch schon, wie gut ich mit dem Wagen umgehen kann. Ich weiß auch nicht, was man bei solchen Kurven großartig machen soll, außer beten, dass man sie schafft. Ja, 40 Sekunden sind jetzt schon rum. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen kann. 50. Obwohl. Die Kurve jetzt noch. Die Kurve jetzt noch. Komm schon, zieh einfach. Zieh. Fahr, Mann. Fahr. Gut geschafft. Gut geschafft. Alles okay. Ich habe nichts gesagt. Toller Wagen. Du bist klasse. Aber weg mit dir. Geh weg. Hau ab. Ich freue mich gerade auf den FX350. Ich freue mich sogar mehr als darüber, dass wir gleich die Meisterschaft geschafft haben. Denn jetzt geht es in den Flugzeugfriedhof. Ins Elite-Rennen. Wir haben viel zur Auswahl. Aber ich will es mit meinem Slipstream schaffen. Ich muss es mit meinem Slipstream schaffen. Ansonsten weiß ich auch nicht. Aber der Slipstream muss es einfach machen. Der Slipstream macht das Duell. Nochmal in mich gehen. Und los geht's. Pause. Keine Pause. Volle Concentration. Go. Ich mag die Strecke. Ich mag den Wagen. Ich mag die Meisterschaft gewinnen. Und wenn das dreis aufeinander trifft, gibt es erstmal ein Super Powerplay, womit wir aufräumen. Aber leider nicht die Abkürzung frei machen können. Rick ist vor uns. Rick ist nicht mehr vor uns. Wer hätte es geahnt? 6, was zum Teufel? 6,2 Sekunden bis zum ersten Platz. WTF. Ich weiß gar nicht mehr, ob es hier die Möglichkeit der Streckenänderung gab. Danke, Livewire. Damit sind wir Sechster. Und damit sind wir wieder Dritter. Was mache ich denn jetzt hier bitte? Fahr doch mal, streng dich mal wieder an hier. Raptor zerstört. Damit sind wir eben gerade Zweiter. Ich weiß nicht, wer an erster Stelle ist. Ich weiß nur, er ist arschweit voraus. Und ich weiß auch, dass ich keinen Super Powerplay habe, um ihn zu vernichten. Er hat die Abkürzung aufgemacht, der Sack.
Dadurch kann ich sie nicht mehr nehmen. Im Hintergrund bewundern wir ein bisschen den Staudamm. Letzte Runde. Dieser blöde... Wichsen zerstört. Und ihr merkt es auch schon, ich bin gerade ein bisschen ruhiger. Weil ich mich jetzt doch mal konzentrieren will. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Oder vielleicht auch doch. 2,3 Sekunden voraus. Ich bitte dich, als ob ich sowas erwischen würde. Die letzte Kurve nach der hier. Die letzte Kurve. Nichts wird ausgelöst. Die Explosionen erschallen und... Das war ein Elite-Rennen. Das war ein Elite-Rennen. Das war das Elite-Rennen. Das war das Staffelfinale. Das Ende der Meisterschaft. Enter. Glückwunsch. Du bist doch für die nächste Folge qualifiziert. Du hast einen neuen Wagen freigeschaltet. Wow. Hanzo FX350. 88 Punkte plus 8 liegen wir vorne. Abschlussspektakel. Das Warten hat ein Ende. Verpassen Sie nicht das Ereignis des Jahres. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein zum Finale von Split Second.